Es gibt Schleim, Blutblasen. Tada. Tada. Jo, good morning, Mr. Bandorf. Good morning, kids. Ja. Oh, mein Kaffee hat Augen. Das ist ein Scheiber. Ich muss erst mal strecken. So rosa will nicht zu mir. Jo, na wie, Oma? Gleich sind wir uns im Laden. Was gibt's noch zu berichten? Gibt's noch was zu berichten? Von mir? Außer dass Leon gestern ja beinahe auf dem, also der ist ja, also offensichtlich ist der wirklich gut platziert da, diese Firma, die wohl eine Maßnahme macht. Hast du dir auch erzählt von dem, von diesen komischen, zwielichtigen Personen, die da auch rumhüpfen und Leute casten für irgendwelche Beratungsseminare, wie man Geld verdienen kann innerhalb von kurzer Zeit, so und so viel, mit Ja, fast in der nichts Firma? tun. Ja, bei dieser Maßnahme, weil der Ach ist, so, egal. rennen auch so komische Leute rum. Ach so. Hat er dir auch erzählt? Er sagt, ey, Leon, Finger weg. Network Marketing und sowas auch. Also, Network Marketing hört sich immer gut an. Was soll er machen? Staubsaugerverkauf. Sozusagen. Network Marketing wäre ja sowas wie früher Staubsaugervertreter, Tupperware, sowas Zeugs. Ja. Die suchen da Leute, natürlich händeringend, weil umso mehr Leute die einarbeiten, umso weniger müssen die arbeiten. Da ist schon klar, die finanzieren dann die Spitze halt mit denen ganz oben. Ja, und die rennen da rum und quatschen tatsächlich die ganzen Arbeitslosen an, die da zu den Maßnahmen gehen. Und holen die zu irgendwelchen Seminaren. Und dann gibt es noch so einen anderen Typen, der Leon gestern angequatscht hat, der erstmal wohl gleich mit seinem Kontostand geprahlt hat, hier so und so viel und das könnt ihr auch verdienen. Und, also so richtig Schneeballsystem So war. weit lassen die da rein. Und sowas lassen die da rein, ja. Nee, die Firmen sitzen da hinten und mit auf dem Hof und die quatschen die gleich voll, die casten die da quasi weg. Das ist, diese Leute, die verzweifelt sind und wenig Geld haben, die werden denen quasi sogar noch zugetragen vom Amt. Muss dir mal vorstellen. Das finde ich ja unerhört, finde ich ja das. Was Leon erzählt hat gestern darüber. Die aber, die keiner machen will, ne? Völlig begeistert und völlig. Ich sag, ey, hör auf. Naja. Haben wir ihm hoffentlich ausgeredet. Wieso hat er Interesse gehabt? Jetzt ist ja eine Broschüre eben lassen von ihm. Eben. Die Broschüre möchte derjenige, das hat Scherz, möchte derjenige wieder haben, aber ich sage ja, weil er so viel Geld verdient. Das Lachen ergebe ich mir aber auch immer von den ganzen Zeugen Jehovas oder so, damit die denken, danke, ich gucke mir das Nee, mal an. Leon hat sich Tschüss. das mitgenommen. Extra. Aber sowas kann er gar nicht verkaufen. Quatsch, nie im Leben, das ist nicht, das ist auch nicht. Du bist der letzte Hustener. Weißt du, wie lange die Firmen schon existieren? Ich Entweder machst frage du ja, das sind Sachen, die keiner machen will. was selber auf. Hast selber eine Idee? Bist der Erste? Dann verdienst du auch. Aber dann nicht von hier, von so einem Typen wie. Lernen auch Sie bei uns, wie Sie innerhalb von einem Monat 5.000 Euro dazu verdienen können. Ohne etwas zu tun. Also nach dem Motto. Und ich sag zu Leon, ja, aber mal überlegt, du bist schon, wenn man nichts macht, bekommt man nichts. Ja, und mit der guten Dame, die bei mir gerade die Mietdaten nicht zurückgebracht hat, den Brief war ich abgeben. Die hat sich aber nicht gemeldet. Nicht mehr, daraufhin. Tingeltangel, weitermachen. Macht mir auch.
Hm? Ja, klar. Ja, bestimmt nicht, ob man nie verloren hat, hat sie dir erzählt. Hm? Die hat bestimmt nicht alles verloren. Ja, ihr hören. Ja, okay. Ist auch nervig. Ja, auch. Prost! Na? Schlechte Laune, Make-up-Probleme oder? Ja, gut. Jetzt kommt Emse Bremse mit den News. Emse Bremse! Erster, wir haben uns wieder getroffen. Ja. Oh mein Gott, ihr habt euch schon mal getroffen. Ja. Ja, mal ist gut. Ich hatte Mamas Leiche im Keller. Ich hatte Mamas Leiche im Keller? Ich kann da nur sagen. Was für ein Ding? Politiker fahren mit 16 Limousinen zum Fußgängergipfel. Oh Gott. Ach ey, ich hasse Kotzbrechwürfel. Ey, ja, sollen sie irgendwie mit dem Dreirad fahren oder was? Ja, wirklich. Nee, laufen sollen sie da um jetzt. Die haben vor, ja nicht richtig, die sitzen den ganzen Tag wo ist denn, und ver- wo ist denn der Fußgängergipfel? So. Vielleicht ist der ja sogar... Ich meine, wenn sie natürlich vom Moabit aus nach zum Reichstag fahren... Sicherheitssachen. Stell dir mal vor, die wären hier laufen. Dann hätten sie sich aufgeregt darüber, dass so viele Sicherheitskräfte alles absperren hätten müssen. Ja, sicherlich. Die regen sich immer überall. Egal was. Egal was. Und die Politiker sind schuld. Immer brauchen wir einen Schuldigen. Naja. Ich hatte Mamas Leiche im Keller. Der Wolfgang, noch einfach zack, bumm, weg. Chance ergriffen, los. Naja. So ist er. Wenn man schon diese hässlichen Nachrichten nicht lesen darf. Hat man auch nicht verpasst. Gut, was brauche ich? Ich bin froh, dass ich gerade los bin. Jetzt wurde gerade Peugeot abgeholt mit diesen Schutzblechen, wo ich mir gestern so lange gequält habe. Habe ich aber ja nicht drin gelassen, weil das echt ein... will ich nicht von wissen. Schutzblechmontage beim Peugeot. Und weiter geht's. Oh gut. Man muss was tun lernen. Das ist halt so. Das Leben ist nicht Stillstand. Der Tod ist Stillstand. Du bist doch nicht tot. Lange nicht. Du überlebst mich. Auf alle Fälle. Da mach dir mal keine Hoffnung. Wenn ich morgen sterbe, kannst du übermorgen sterben. Das ist okay. Nein, natürlich nicht. Mir frickelt. Blitz, Feuer. Blitz. Das sah schon so aus wie nach Fest kommt los und nach Hause kommt ab. Ja, war so ein Endlos-Dreher. Nee, ich hab's dabei. Auch mein Anschlusskabel. Für den Akku, ne? Guck mal. Ist das so was schon? Ja, kenn ich.
Schmeckt sogar, finde ich. Ja. Die Sorte habe ich jetzt noch nicht probiert, aber. Muss ja mal. Ich finde die echt geil. Was ist denn jetzt? Zentrieren wollte ich. Was mit was? Das hier. Was machst du? Bis zwei, ne? Das sind keine großen mehr. Vaterland. Vaterland! Vaterland! Mutterbrust. Fasersland. Mutterbrust wäre ein cooler Name. Hallo. Mama halt. Mama. Vater. Vater mit Doppel-D und A. Vater. Oh, gut. Super. Digi, was ist? Müde? Hm? Müde? Müde? Nicht mehr als normal. Hunger? Standard. Standard. Immer alles Standard. Bei mir nimmt es gerade ein anderes Tempo. Nämlich? Von diesen zwei Monaten jetzt so komme ich so langsam und jetzt kommt die Welle von hinten. Ach du Scheiße, Beschleunigungsfix, ja, die sich wieder rauszieht aus dem Meer. Nee, die werde ich mal reiten oder mit Spaß durchwirbeln. Durchtauchen. Nicht ertrinken dabei. Man kann so viel. Bildlich gesprochen, unglaublich. Ersoffen bist schon. Fast. Da hat mein Vater mich aber noch rausgeholt. Glück gehabt. Blickiger Papa. Mhm, der weiß Bescheid. Erstmal schwimmen lassen, selbstständig, mutig, vertrauen. Und dann... aber nicht zeigen von seiner Angst. Ne? nee. Muss man wieder Yoga machen, du bist ja ganz unbeweglich geworden. Ja. Mika stolpert durch den Laden hier, also völlig Yoga befreit. Ich bin heute spazieren gewesen. Pass auf. Ja. Ich hab Angst jetzt um dich. Echt? Ich bin so weich. Das kannst du dich dann hineinbohren. Halt noch ein Organ, sitzt es gerade und dann geht's wieder raus. Und ich merke es nicht mal, wenn du es mir nicht sagst. Okay. Und dann? Der Frühstückstisch. Ja. Der Thomas. Ja, na, sag mal, klar. Das ist mein Frühstück. Zentrage zum Frühstück. Was hast du denn da? Öl, Spätlese. Playmobil Ritter Set. Das sieht so aus wie das Zeug. Aber genau wie das, was ich früher. Hat dein Kinder nicht irgendwann Geburtstag? Am 29. und am 2. noch mit Feiern. Lass sie mit schön einpacken von mir. Die kostet du nicht. Alter, was meinst du, wie der sich freut? Mit der roten Rikscha. Nee, ich komm nicht mit der Rikscha. Ich fahr dich. Ja, okay, das geht. Wann? Na, am 2. Sonnabend. 15 Uhr. Die zweiten wann? Was? November. Also kannst du gleich mitfeiern. Bringst du all deine Gäste Samstag auch mit? 2. November und Samstag. Aber ich bin frei. Das wäre der Hammer. Also so eine Überraschung, das überrascht mich ja selber. Du bist, selbst du am 2. November. Bloß, dass du die Überraschung fährst. Du bist erquickt. Ja, ich gucke mal wieder. Ich kann's so eine Stunde. Und Tommy, ich steig hier aus. Genau. Geht dann nicht vorwärts. Und auf der Bauchkrempel 2 Kammer. Na, der bei der Rikscha doch eh, oder? Wenn bei er, meinem wenn Gewicht. Er drin ist, Alter, der geht bergauf. Ne, mach den Frosch da hinten, ey. Pass auf, sonst nimmt Papa gleich noch volle Rucksäcke mit. Oh Mann.
ist gar nicht verkehrt. Also wir müssen noch Bier kaufen, Sekt. Scheiße, du kommst deswegen mit. Die Rikscha. Nee, die Rikscha, bei der Rikscha denke ich, die wäre richtig geil im Hof, da wo wir erst feiern. Ich hab's schon vergessen. Habt ihr nicht das? So. Was war mit Leon los eigentlich? So, wir hatten ja noch ein Problem hier gestern mit dem Rasselnden. Haben wir das heute nicht mehr? Hier. Dieses Problem haben wir noch. Also wir haben es immer noch. Natürlich geht er nicht von alleine weg. Und das müssen wir beseitigen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich ein... Das liegt daran, dass hier ein dickes Ritzel drauf ist. Und jetzt habe ich schon eine dicke Kette genommen. Hier. Eine breite Kette. Aber die ist immer noch nicht breit genug für diese Ritzel. Da braucht man wirklich diese ganz fetten Ketten. Jetzt gibt es diese Ritzel aber auch in schmal. Nun habe ich es in schmal geholt. Und schauen wir mal, ob es dann immer noch so ist. Ich ziehe jetzt den Kranz hier ab wieder. Das habe ich ja erst dann schon ein paar Mal gezeigt, glaube ich, wie man das macht. Ja. Zeige euch aber gerne nochmal. Ja, also erstmal Achsmutter ab. Dann den passenden Abzieher hier auf. Der wird dann gekontert, damit man nicht abrutscht. Und dann lösen wir. Nach dem Lösen das wieder lösen. Ja, weil das neue Ritzel ist schmal. So, hier mal für den Vergleich. Wo seid ihr denn? Falsche Kamera. Hier für den Vergleich. Schmaler Kranz, dicker Kranz. Breiter Kranz. Ja. Zu breit für die Kette. Den bauen wir jetzt ein. Der Durchmesser ist der gleiche. Und ich teste jetzt mal ohne den Spacer, den ich gestern noch drunter gemacht habe. Weiß ich gar nicht, ob ich das drin gelassen habe. Naja, nun wird man schon drauf bleiben. Ne? So. Na, das wird wahrscheinlich nicht. Spacer runter. Für die Kettenlinie. Hallo? Hallo?
Fahrradkette zu fetten. Du kommst, um die Fahrradkette zu fetten. Ja, das mache ich. Mach das. Fett ist draußen. Aber wo? Oder wie? In dem blauen Rad. Blaue Rad. Okay. Am Lenker ist so eine kleine, da ist so eine kleine Dose mit Fett. Ich gut, okay, also. Es knackert immer noch. Schaut hier. Klack, 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 klack. Also muss man hier vorne das Kettenblatt abschrauben. Und das setze ich jetzt nach innen. Und dann sollte es funktionieren. Oh, was zu essen dabei? Was? Was zu essen dabei? Ja, aber für mich. Zu essen habt ihr doch genug, oder? Oh. Ich wollte eine Fahrradwerkstatt aufmachen, wenn du nichts dagegen hast. Eine Fahrradwerkstatt? Ja. Aha. Wenn du nichts dagegen hast. Wenn du nichts dagegen hast. Nee, ich frag ja nur. Kann jeder machen, was er will? Ja, das ist so und so. Aber ich wollte dir nur Bescheid sagen. Wo machst du die? In der Schweiz. Ja. Antike Fahrräder. Ja, das ist gut. Ja. Und nur antike. Ja. Ja, Fahrräder. Für Schweizer Armeefahrrad oder so. Wirst du ja bestimmt kennen. Ja, hab ich auch hier. Im Originalzustand. Ja, darf ich mal sehen? Ja, musst du gucken. Ganz hinten. Ja, in welche Richtung? Die Linie halt in mehrere Richtungen. Hinten geradeaus und dann rechts, links rum und dann auf der linken Seite ganz hinten. Rechts rum auf der linken Seite? Geradeaus bis zum Ende. Wenn es da nicht mehr weitergeht, links rum. Dann geradeaus bis zum Ende. Wenn es da nicht mehr weitergeht, auf der linken Seite. Ich bin nur kurz da. Ja. Tada, er kam. Hebelchen. Mhm. Ja. Der ist noch nicht am Ende. Das ist gemein. Hier. Ach so, das hat doch nicht schon. Also, das wird ja heute fertig werden, hoffe ich. Die grüne Tür muss die auf? Oder alles gut, lass das stehen. Okay. Ja, das ist nice. Das macht einen guten Eindruck. Vertrauenswert. Oh, dreckig, lumpig und müde. Und immer müde. Doch, Schweizer Armeerad. Einheim. Bestimmt nicht. Baujahr 85. Spielt keine Rolle, das ist kein Schweizer Armeerad. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Weil die Schweizer Armeefahrräder haben hinten ein Nummernschild. Aber ich habe ein Schweizer Armeerad. Aber da steht Zimmer drauf, du. Nee. Ich werde mal los. Alter. Das ist aber kein Laden, den ich habe. Das ist eine Tankstelle, die ich habe. Ja, das ist gut. Ja. Mit Reparatur von Fahrrädern. Ohne Reparatur Autos. Ja, das ist vernünftig. So ein Quatschkopf, ey. Naja. Da stehen sie dran. Da erzählt ein Käse, der Typ.
Gott sei Dank, passt. Yay! Ich habe ein paar Fahrradteile gefunden auf der Straße, eine Tüte. Die kannst du haben, ich schenke, wenn du möchtest. Die lagen aber hier bei dem Trödler da. Das sind doch Fahrradteile, oder? Eine Witz kannst du die haben, ich brauche die nicht. Ich weiß nicht, ob die Fahrradteile sind. Nimm mich mal an. Aber sind die brauchen schon. Ja? Dann schmeiß ich sie weg. Oder schmeißt du sie weg? Ja. Gut, bis denn, ja? Bis dann. Tschüss, ciao. Oh, wow. Und zwar ist mir beim Nachziehen meiner Bremsen diese Schraube leider abgebrochen. Ja. Habt ihr solche? Ja. Es geht da nicht um Leben und Tod, so gesund festziehen. Aber wenn sie ja älter sind, dann, ja, ja, dann knacken die gerne mal weg. Genau. Ja. Schmeißt ihr mal drin. Dann ja. Nee, geht's danke dir. Mal. Danke auch. Ja, danke. Ja, bitte. Ja, es trifft sich gut. Ich war schon im anderen Laden, die hatten das nicht. Aber es ist, die neuen Bremsen haben das nicht mehr, ne? Das genau. Ist irgendwie anders gemacht. Ja, ja, das ist Seitenzugbremsen, ne? Weil ja viel mit den alten Sachen zu tun genau haben. Cool. Ja, danke. Bitte, bitte. Schönen Tag noch. Dir auch, ciao. Also, das ist ja wohl der Beweis. Okay, liebe Leute. Ich habe hier einen Simpex-Schalter. Yay. Wunderbar. Alles original an diesem Peugeot. Zuerst der Schalter. Aber der ist abgebrochen. Wie man sieht. Wie tauscht man den jetzt aus? Das ist eine Rastung. Man besorgt sich erstmal über Internet einen neuen. Beziehungsweise gebrauchten. Anderen. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Die gute Dame. Hat den Hebel mal nachgekauft hier. Wunderbar, ganz toll. Da haben wir ihn gebraucht, aber schick. Und nicht so abgebrochen wie der da. Ja, den tauschen wir jetzt aus. Und zwar wie folgt. Ich beginne. Abschrauben. Wir lösen diese Verschraubung. Ui, da kommt gleich alles. Scheibchen nehmen wir mit runter. Dann lösen wir diese Platte hier, die hier hinten auch diesen Schaltzug-Gegenhalter hält. Ziehen wir. Das gute Stück hier runter. Aufpassen. Aufpassen. Das ist die Feder, der da ist die Feder. Nicht irgendwo hinfällt.
Brauch mal beide Hände. Das ist Kunststoff. Leider. Kunststoffscheibe. Element ist auch Kunststoff, ich fass es nicht. Da haben wir den Auslass. Da kommt es rein. Ganz simple Geschichte. Und dadurch entsteht so eine Art Rastung. Ja, das war's schon. So baut man es ab. Und jetzt bauen wir das andere auseinander und verkehrt rum wieder auf. Sind die Dinger. Ab. Hier sieht der Kunststoff nicht mehr so schön aus. Okay. But I need a minute. Yeah, sure. Just wait outside if you Shall want. Shall I I'll pick my son up first, just next door, and then I'll go back, yeah? Yeah, okay. Cool. So, jetzt setzen wir das Ganze wieder ein. So, ich habe das jetzt erst darauf gelegt, das Plastikteil. Da liegt's. Ja. Jetzt. Kommt das Teil darauf? Weil andersrum geht es nicht, wenn man es hier reinpackt und dann aufmacht, das funktioniert nicht. Ja, so, funktioniert. Jetzt diese Verdreh-Anpress-Kunststoff-Scheibchen. Jetzt das Scheibchen. Jetzt kommt das hier rauf. Das sieht aber sehr leicht, meine Güte. Aber so leicht ging das nicht. Ja. Jetzt kommt der Schaltzug hier rein, der neue. Die Zugverlegung.
Ja. Hallo. Das funktioniert wunderbar. Moins, Leute. XT Naube. Shimano Dior XT. FHM775. Die läuft ein bisschen rau. Gefällt mir nicht. Will ich gucken, warum, wieso, weshalb, warum. Dazu nehme ich mir den Inbusschlüssel hier. Schicke ihn hier in die Achse. Schau ich die auseinander. Tada! Ich hab die schon ewig, hab die mal neu gekauft als Restposten. War ein Haufen von diesen Narben. Also XT war nur eine, die anderen waren Deore und Shimano gruppenlos. Und hab mir immer gesagt, die XT, die will ich unbedingt mal aufmachen, hingucken, warum läuft die denn so rau? Obwohl die neu ist, die ist ja neu. Warum? Gucken wir uns jetzt an. Na, Konus ist natürlich einwandfrei. Na, da ist nichts dran. Nicht zu sehen. Überhaupt nicht. Perfekt. Na, und dann wissen wir ja. Die nehmen wir raus. Dann sieht man auch, die ist noch nie gelaufen. Jetzt sieht man an der Farbe des Fettes. Das Fett ist natürlich... Hier sind ein paar Dreckpopel drin. Wo kommen die denn her? Bleib wieder da. Hallo? Thomas, ich übe. Hier, versteckt in der Heck. Ja. Ach so, genau, besser so, wa? Oh, ja. Alter Falter. Ich könnte aber vielleicht nicht. Was denn? Ein Jugendfahrrad oder ein Fahrrad und ein Rad. Reifen. Fahrrad und ein Reifen? Ja, eine Pläge mit Mantel. Ja, so. Rennrad. Okay. Okay. Gucken wir mal. Und ein komplett fahrbereitet Fahrrad. So. Hallo! Hallo Wolfgang! Jawohl, Konrad! 20 Uhr. Nach dem allseits erquicklichen Wolfgang am Abend, was einige von euch nicht erquicklich finden, andere sich aber auch drüber amüsieren können, da trifft man mal nicht den Geschmack von ihm, geht's jetzt. Noch mal ganz kurz einen Pedalwechsel zu machen. Das defekte Pedal. Hier sieht man aber schon hier oben. Das war schon lange angerissen. Hier oben ist schon oxidiert. Hier unten, der ist frisch. Der Bruch. Die Achsen eiern schon total. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
fertig. Und das war's schon. Jetzt mache ich Feierabend. Ganz einfach. Ganz gepflegt, ganz pünktlich. Zumindest ist so der Plan. Kann natürlich immer noch mal sein, dass noch einer kommt. Gut. Das Rad bleibt morgen für Achim. Ich bin Berufsschüler. Wenn er morgen früh nicht kommt, mache ich es. Ist auch nicht schlimm, es sind Zwischenlaufwechsel. Ja, nicht. Hier ist ein Reifen zu wechseln. Hier vorne. Der beult nämlich, der alte. Da, da ist er gerissen. Extrem, hier unten. Da. Und hinten ist er schlichtweg platt. Oh, so machen wir das. Packe ich ihn noch in den Reifen gleich hin, dass er nicht suchen muss. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt Tommy.